Wenn man Kanal schon etwas länger verfolgt, sollte diesen Akkuschrauber erkennen. Das ist der Würth AS4. Ein kleiner Mini-Akkuschrauber, der trotzdem ganz viel Power hat. Und wenn ihr wisst, wie viel Power der hat und Eigenschaften von dem Gerät, dann bleibt einfach dran, denn das mache ich heute in diesem Video. Here we go! Das ist er hier nun, den ich euch vorstellen möchte. Doch bevor das Video losgeht, so richtig, möchte ich euch gerne noch eine Sache erwähnen. Und zwar ist das hier der Würth AS4. Es gibt auch von Bosch genau den gleichen, wo halt nur Bosch draufsteht und der in einer anderen Farbe ist. Und zwar heißt der Bosch Go 2. Der ist quasi kompatibel mit Würth. Die, glaube ich, hatten auch schon mal zusammengearbeitet, beide Marken. Und deshalb, also wenn ihr auch wissen wollt, wie der Bosch Go ist, wenn ihr von Bosch Go den haben wollt, dann guckt euch auch an das Video, das ist nämlich komplett das gleiche. Also alles, was hier die gleichen Sachen sind, sind auch beim Bosch genau das gleiche. Außerdem ist dieses Video kein gestelltes Video, es ist ein Video aus meiner freien Meinung. Ich habe das Gerät mir selber gekauft, beziehungsweise mein Partner hat mir das gekauft. Nochmal danke an dir, zum Geburtstag habe ich das bekommen. Und deshalb, Werbevideo steht da oben nur, weil es tatsächlich verpflichtend ist. Aber es ist selber gekauft und wie gesagt auch meine Meinung unabhängig. Als erstes schauen wir uns einmal das Gerät im Detail an. Und das sehen wir hier auch schon. Ihr seht, sehr kompakt. Ich glaube, es ist etwa 20 cm groß. Also wirklich auch sehr leicht und auch kompakt für die Hand. Kann man mal eben benutzen. Und vielleicht denkt ihr jetzt so, ja, aber wofür braucht man sowas überhaupt? Das ist eigentlich ganz wichtig oder ganz sinnvoll. Den kann man nämlich super gut nicht für jetzt irgendwelche Holzarbeiten zum Beispiel benutzen. Ihr macht es trotzdem. Und wenn ihr in meinem Video seht, ihr habt dann ordentlich Power. Da kommen wir später noch genauer drauf. Allerdings ist dieser Akkuschrauber hauptsächlich für zum Beispiel Computer auseinanderschrauben, für kleine Bereiche, wo man nicht so ganz gut rankommt. Dafür habe ich ihn auch schon ganz oft gebraucht und auch sehr zu schätzen gelernt. Dieser kleine Akkuschrauber hat doch schon ganz schön Wumms und hat einen 1,5 Ampere eingebauten Akku. Den haben wir hier eingebaut und er hat 3,6 Volt. Ladbar ist das Ganze hier hinten. Ihr habt hier einen Micro-USB-Stecker. Den könnt ihr ganz simpel laden damit. Und zwar, wenn der Akkuschrauber benutzt wird und noch voll ist, dann habt ihr hier so eine Lampe. Das ist die Kontrolllampe. Wenn die normal einfach leuchtet, ich zeige euch das einmal. So wie jetzt. Wenn die einfach genau so leuchtet und nicht blinkt, dann ist sie noch voll. Ihr könnt den Akkuschrauber benutzen. Wenn sie anfängt zu blinken, während ihr sie benutzt, bedeutet das, ihr solltet langsam den wieder anfangen zu laden. Wenn ihr ihn dann lädt, dann steckt ihr einfach ans Ladekabel. Dann blinkt die Lampe hier und wenn er voll ist, was etwa 30 Minuten dauert, dann fängt die wieder an zu leuchten nur und dann könnt ihr wieder benutzen und dann leuchtet die Lampe wieder und so weiter. Hier vorne haben wir einmal das Bohrfutter, in Anführungszeichen. Hier haben wir dann einmal die Bildaufnahme. Also es ist hauptsächlich eigentlich ein Akkuschrauber fürs Schrauben, denn Bohren, da müsst ihr dann so speziell aufsetzen, aber das finde ich sinnlos. Also hauptsächlich für Bit. 6-Kant-Aufnahme, klassisch, passt in alle rein. Könnt ihr einfach reinmachen. Das habt ihr hier. Dann habt ihr hier das Drehmoment. Voll geil, dass es auch dabei ist, feiere ich. Verschiedene Drehmomentzahlen. Für klein. Das kommen wir gleich, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Das kann man auch recht fein justieren. Ich habe es meistens auf Max, weil ich dosiere das mit meiner Hand. Das Gerät ist auch wirklich sehr schön, liegt auch sehr schön in der Hand. Sehr alles gummiert, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier noch den Schalter zum Reinbohren. Also diese Richtung ist rein, diese Richtung ist raus und ihr habt so eine Mittelposition, da könnt ihr es in die Mitte stellen. Dann könnt ihr einfach, dann kann ich hier drücken, passiert gar nichts. Dann könnt ihr das Gerät nochmal, also dann nehmen wir mal an, ihr habt jetzt hier den Bit drin. Dann könnt ihr die Schraube nochmal mit Hand ganz leicht nachziehen, wenn ihr das wollt. Und halt wie gesagt, das dann halt rein oder andersrum rein, raus. Den ersten Kritikpunkt, den ich hier aber schon habe, ist, dass dieser Schalter, finde ich, ziemlich locker gemacht ist. Also der hält sich unglaublich fest. Wenn man da mal gegenkommt, irgendwie, man kann wirklich also mal eben schnell locker da verrutschen. Und öfters ist mir auch schon passiert, dann war es in der Mittelposition, dann nervt halt auch zwischendurch mal, wenn das so ist. Ein anderer Weg, wie man das Gerät auch noch bedienen kann, das ist auch, finde ich, richtig genial gelöst. Einmal halt der Anschalter, dann könnt ihr halt das manuell machen. Oder ihr macht es folgendermaßen. Ihr drückt drauf, ist so ein Mechanismus, den seht ihr auch, der gibt hier nach. Ich mache einmal auf die Mittelposition. Der gibt hier nach. Und dann könnt ihr halt reinschrauben, rausschrauben. Ich finde diese Funktion eigentlich ganz geil. Für Computergedöns ist das schon ganz geil, glaube ich. Allerdings finde ich jetzt im Holzbau richtig ätzend, weil wenn ich schrauben will, dann muss ich automatisch die Schraube richtig randrücken, damit nicht aus der Schraube rausgeht. Und meistens geht das Ding halt dann an und ich will es halt meistens lieber mit der. Deshalb würde ich mir wünschen, wenn diese Funktion irgendwie nochmal mit einem extra Knopf zu ein- und ausschalten ist.
Das ist dann der Lieferumfang, den ihr kriegt bei diesem Akkuschrauber. Der beinhaltet einmal halt den Akkuschrauber selber. Ein Ladekabel, halt USB Typ C. Das ist übrigens ein anderes, es war eins dabei. Allerdings war das viel kürzer, das war glaube ich nur 10 cm oder 20. Viel zu kurz, deshalb habe ich mir jetzt noch ein eigenes nochmal gekauft. Eine Bedienungsanleitung ist auch noch dabei und das war's. Aber auch wirklich nichts Spektakuläres. 310 Gramm in etwa wiegt das Gerät, also wirklich nicht schwer. Und es kostet so zwischen 60 und 80 Euro, kann man das so auf dem Markt finden. Aber was taugt das Gerät für diesen Preis? Das werden wir jetzt im Praxistest herausfinden. Das ist einmal meine Ausstellung. Wir fangen ganz simpel an mit 3x40er, 4x30er, 4x40er, 4x50er, 4x60er und 6x80er, die Königsdisziplin. Wie versprochen zeige ich jetzt erstmal den Drehmoment. Ich stelle den einmal kurz ein. Ich mache jetzt zum Beispiel hier einmal die Mitte. So. Dann testen wir das Ganze einmal. Und ihr merkt schon, geht von selber auch aus. Also man macht da nicht erst ein Drrrr, sondern der geht auch von selber aus. Ich zeige euch das noch einmal. Finde ich auch ganz nice und das funktioniert echt wunderbar. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem Praxistest an. Ihr seht schon hier, ich habe hier nichts vorgebohrt. Also wir schrauben es jetzt direkt rein. Ich nehme auch eine Stelle, die frei ist. Und jetzt fangen wir an mit 3x40er. Krass, oder? Was der für eine Power hat, der zieht das auch ganz rein, der wird das wahrscheinlich auch ganz durchkriegen. Aber das wollen wir natürlich jetzt nicht. Und übrigens, der Akku ist komplett voll. 4x30er. Ja, aber auch easy noch. Außerdem zeige ich euch noch einmal kurz den Drückmechanismus. Ich stelle es jetzt ein, ich drücke jetzt nur hier, ich betätige ihn nicht, guckt jetzt. Wieder rein. Also ist auch echt genial. Finde ich echt sehr schön. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, und zwar müsst ihr den auch echt festhalten, wenn ihr den bedient. Weil wenn er nämlich am Anschlag ist, dann kann er euch gleich mal das verdrehen. Also müsst ihr echt gut festhalten. 4x40er. Easy. 4x50er. Krass, ey. 4x60er. Und die Königsdisziplin 6x80er. Das wird ich jetzt, glaube ich, hart. Mal gucken. Könnt ihr mal nochmal in einem anderen Loch versuchen, wo es schon durch ist. Also man kann es so sehen, wenn man es jetzt nicht vorbohrt, schafft ihr das nicht. Aber normalerweise bohre ich eh immer vor. Also wenn man es vorbohrt, dann schafft ihr das. Auch das kriegt er noch hin mit mehreren Anläufen. Aber natürlich ist es natürlich auch, wenn man ehrlich ist, natürlich kein normaler Anwendungszweck für so ein Gerät. Und was sagt ihr jetzt für den Gerät? Ich finde es echt richtig cool, das Gerät. Man hat gesehen, wie viel Power es hat. Am Ende alle Schrauben hier durchbekommen, die natürlich mit Problemen. Aber der Rest wirklich total easy, also sowas könnt ihr auch, wahrscheinlich könnt ihr auch noch was mehr machen. Ich habe natürlich jetzt zwischen diesen 6x80er und 4x60er, habe ich leider jetzt kein nichts dazwischen noch. Das würde wahrscheinlich auch noch mehr hinkriegen, aber der hat echt ordentlich Power. Und überlegt mir mal, wie klein das Gerät ist, was ihr damit machen könnt. Da könnt ihr, das reicht für den meisten Hobbyhandwerker, das kann echt genial. Und ich finde das echt eine super Ergänzung zu großen Akkuschraubern. Und das kann man dann einfach easy mal eben so Tasche packen, stört nicht, kannst du mal eben so mit rumspielen. Das geht echt wunderbar und es ist echt, finde ich, ein super Gerät. Es hat wohl ein paar Kritikpunkte, aber mal ohne Flachs, das ist echt nichts Wildes. Das ist also wirklich auch Meckern auf höchstem Niveau und das kommt bestimmt in der nächsten Version. Grüße gehen raus an Wirt. Wenn euch jetzt interessiert für das Gerät, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch noch ein paar Informationen abgucken.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.